Meine Herren, wir gucken uns heute 6 Gewohnheiten an, die Männer in jüngeren Jahren haben und die dafür sorgen können, dass sich ihr Leben nicht so entwickelt, wie sie es sich wünschen. Natürlich kann dir die ein oder andere Sache, die ich dir gleich sage, gar nicht so schlimm vorkommen. Aber für mich persönlich waren all diese Sachen eine recht große Nummer. Und wenn ich dir nur ein bisschen dabei helfen kann, schlauer zu sein als ich, dann hat das Video schon seinen Zweck erfüllt. Die erste Sache, die ich dir rate, dringend sein zu lassen, ist es regelmäßig und zu viel Alkohol in dich hineinzukippen. Schon klar, was ist eine Party ohne Alkohol? Wie stehe ich da, wenn ich der Einzige bin, der nichts trinkt? Ich brauche das, um meine Hemmungen abzubauen. Und ich habe mich ja unter Kontrolle. Ich bezweifle, dass du dich unter Kontrolle hast. Zumindest war es bei mir so. Ich war es praktisch gewohnt, mich über mehrere Jahre hinweg jedes Wochenende oder manchmal sogar mehrmals die Woche derart abzuschießen, dass ich am nächsten Tag von nichts mehr wusste. Ich fuhr im Vollrausch hunderte Kilometer mit dem Auto und ich entwickelte sogar eine alkoholbedingte Fettleber, die meine Gesundheit beinahe völlig ruinierte. All das bereue ich heute extrem und um ehrlich zu sein, ist es mir auch peinlich. Alles, was ich dir auf den Weg geben möchte, ist, überleg genau, wie viel Alkohol du trinkst. Höre vor dem Punkt des Kontrollverlustes auf und denk an die Konsequenzen, die dein Leben und das Leben anderer komplett zerstören können. Der zweite Punkt betrifft deinen Freundeskreis, den du weise wählen solltest. Die Wahrheit ist, dass dein soziales Umfeld erheblichen Einfluss auf deine Entscheidungen hat und auch darüber, wie man über dich urteilt. Es heißt nicht umsonst, an seinen Freunden erkennt man den Menschen. Wenn du also mit Leuten aufwächst, die nachhaltig schädlichen Gewohnheiten nachgehen, die irgendwann ins kriminelle Milieu abdriften oder die dich im Stich lassen, wenn du es am meisten brauchst, dann sind das Zeichen für dich, diese Leute möglichst schnell auszusortieren. Ich muss sagen, mit diesem Punkt hatte ich nicht so große Schwierigkeiten wie mit dem ersten. Denn immer wenn sich zwielichtige Gestalten in meinen Umkreis mogelten, dann war ich meist schnell in der Lage, Tabula rasa zu machen und den Kontakt abzubrechen. Meine persönliche Ansicht ist außerdem, dass du besser auf Qualität statt auf Quantität setzt. Du kannst und solltest nicht mit jedermann Freund sein. Und je selektiver du bist, desto langfristiger und authentischer sind deine Freundschaften auch. Punkt Nummer 3 betrifft Rückschläge, die du erleidest, aber auch ganz besonders Personen, die dich schlecht behandeln oder behandelt haben. In beiden Fällen hast du eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder du gibst dich geschlagen, redest dir ein, dass du eben ein Pechvogel bist und ohnehin niemals eine souveräne und attraktive Persönlichkeit sein kannst. Oder du widersetzt dich und stehst mit Vehemenz für deine Rechte ein. Vielleicht haben es Bullies in der Schule auf dich abgesehen, vielleicht behandelt dich jemand in deiner Familie schlecht, vielleicht bist du auf Arbeit der Typ, mit dem man es ja machen kann und der sich ohnehin alles gefallen lässt. Stopp, das muss aufhören. Denn je mehr Respektlosigkeiten und Misserfolg du dir gefallen lässt, desto tiefer gerätst du in den Abwärtsstrudel. Ich zum Beispiel habe in der Schule und auch noch nach der Schule öfters mal auf den Mund bekommen. Grundlos eben und eben weil ich nicht aufbegehrt hatte. Eines Tages habe ich beschlossen, dass es aufhören muss und habe mir über die Jahre mit harter Arbeit, körperlicher Fitness und etwas Selbstverteidigung beigebracht. Heute fasst mich keiner mehr an. Also stehe auf, wenn du schlecht behandelt wirst und gib dich nicht mit Misserfolg zufrieden. Der vierte Fehler, den du abstellen solltest, ist es nicht an deine Zukunft zu denken. Ja, ich weiß, wenn du 17 bist oder auch 24, dann fühlt sich das Leben an wie eine einzige Partymeile und wie eine Achterbahn, die dich von einer Fete zur nächsten transportiert. Ich garantiere dir, der Ernst des Lebens wird dich schneller einholen, als es dir lieb ist. Und wenn dein Leben eine Erfolgsparty bleiben soll, dann sorgst du entsprechend vor. Ich selbst war viel zu lange in Ausbildungen, Praktika sowie unterbezahlten Jobs unterwegs und habe viel zu spät damit angefangen, meine Talente so zu veredeln, dass ich heute selbstständig das mache, was mir am meisten Spaß macht. Mein Freund, die Wahrheit ist, dass du mit deinen einzigartigen Fähigkeiten deutlich mehr erreichen kannst, als mit Hilfe der Standardabrichtung aus Schule und Studium.
Wenn du herausfinden willst, wie du das anstellst, dann kann dir mein Videosponsor Hobbycash helfen. Hobbycash macht es dir möglich, mit deinem ganz persönlichen Hobby bzw. deiner Leidenschaft jeden Monat Geld zu verdienen und dir damit langfristig das Leben aufzubauen, das du dir wünschst. Ich halte den Ansatz von Markus Wilde, dem Betreiber des Angebots, für wirklich bahnbrechend. Und wäre ich früher auf den Stoff gestoßen, dann hätte ich mir bestimmt einiges an Frust erspart. Wenn du das für dich ausprobieren willst, dann klick den Link in der Videobeschreibung und du kannst dir das ganze System sofort auf deinen Rechner runterladen. Es erwarten dich dabei 7 Module plus Bonusmaterial und ich bin froh, dir diese Strategie hier empfehlen zu können. Der 5. Fehler, den du dir in deinen jungen Jahren abgewöhnen solltest, ist es, zu wenig Zeit mit deinen Großeltern oder Urgroßeltern zu verbringen. Vielleicht klingt dieser Punkt für dich unpassend oder vielleicht erreicht er dich auch kein bisschen. Ich persönlich halte ihn allerdings für enorm wichtig. Deine Großeltern und wenn du Glück hast, auch noch deine Urgroßeltern kennenzulernen, zu erfahren, wie sie aufgewachsen sind, welche Hindernisse sie zu meistern hatten und überhaupt, was in ihnen vorgeht, ist ein Glücksfall für dich. Dieser Glücksfall, Partner, hat ein Verfallsdatum. Du solltest dieses Glück, solange es noch möglich ist, nutzen und Zeit mit deinen Alten verbringen. Sie sind dein eigenes Fleisch und Blut und du kannst dich glücklich schätzen, sie noch in deinem Leben zu haben. Generell finde ich, wer seine Familie und seine Altvorderen nicht ehrt, ist kein ganzer Mann. Fehler Nummer 6. Fremdgehen. Du hältst es für richtig, deiner festen Freundin die große Liebe vorzusäuseln und bei jeder sich bietenden Gelegenheit und hinter ihrem Rücken eine andere Frau anzugraben oder mit dieser ins Bett zu steigen? Super, du bist ja ein ganz toller Hirsch. Das Problem ist nur, es gehört nichts dazu. Nichts daran ist eine Errungenschaft und du bekommst auch keine Sonderpunkte für Heldenmut. Im Gegenteil, du weißt wie ich, dass es für dich sogar noch viel leichter ist, an Frauen ranzukommen, wenn du in einer Beziehung bist. Du bist attraktiver für andere Frauen, ganz automatisch. Allerdings zeugt es von viel mehr Reife, wenn du dich unter Kontrolle hast und aufgebautes Vertrauen nicht einfach so über den Jordan wirfst. Ganz ehrlich, ich habe selbst das ein oder andere Herz gebrochen, aber im Buch meiner persönlichen Heldentaten ist kein einziges dieser Erlebnisse zu finden. Entscheide dich, willst du dir die Hörner abstoßen und Abenteuer oder willst du eine feste und auf gegenseitiger Treue beruhende Partnerschaft? Dass Fremdgehen link und feige ist, gilt übrigens auch für dich, wenn du als Frau hier am Spionieren bist. Ciao, ciao.